Ja, ich begrüße euch hier recht herzlich im Freilichtmuseum Fürstenau. Hier sind einige Höfe, die es in Bayern dann mal gab, sind abgebaut worden und hier wieder quasi neu aufgebaut worden in der ursprünglichen Form. Man sieht hier halt, was es damals quasi woanders zu sehen gab. Wunderschön. Und mit den Bildern lasse ich euch mal alleine. Ja, ich habe hier gerade schon erklärt, in einem fehlgeschlagenen Versuch, was man hier alles tun und lassen darf. Also zunächst mal sollte man natürlich Abstand halten, ist klar, sich entsprechend desinfizieren, einen Mund-Nasen-Schutz tragen und wenn mehr als fünf Klammern an so einem Strick hier zum Beispiel hängen, ja, die man vorher als Einzelperson, jede Einzelperson kriegt eine Klammer, dann ist halt voll und dann darf man dieses Gebäude entsprechend nicht mehr betreten. Das hier ist jetzt zum Beispiel so eine alte Scheune, wo auch noch Stroh liegt und entsprechende Pflugscharen und so weiter. Und in dem Haus hinter mir, da war ich gerade vorhin drin. Ja. Hier an der Wand ist ein entsprechendes altes Kruzifix. Mal schauen, kleinen Moment. Ja, jetzt will der Gimbal nicht so wie ich. Zeig's einfach so. Okay. Habt ihr hoffentlich gesehen. Und ich schalte mal kurz ab und wieder an. So gut, jetzt müsste das Kruzifix wieder zu sehen sein. Und wir wandern mal so ein bisschen über die Wiese. Ja, hier kommt dann, glaube ich, so eine alte Kapelle. Ja, also wirklich sehr, sehr schöne alte Gebäude, wie sie eben mal in Bayern irgendwo tatsächlich gestanden haben. So ein ähnliches Museum habe ich mal in Westfalen besucht. Ja, und man hört hier sogar vereinzelt bayerisch. Ja, da vorne habe ich jetzt gesehen, das sind sogar Schweine in dem einen Gebäude oder in so einem kleinen Stall. Da gehen wir jetzt mal hin. Also herrliche Sachen, die hier angeboten werden. Auch teilweise sieht man hier so schöne kleine Kräutergärten. Wie sie jetzt auch wieder, glaube ich, modern werden. Der ein oder andere pflanzt sich sowas wieder an, weil man halt auch gemerkt hat, dass man davon was hat, ja. Ja, wenn ich jetzt hier dieses tolle Bild nochmal zeige mit diesen tollen Bauernhöfen. Oder Gebäudeteilen, die hier nachgebildet wurden, fällt mir einfach nur ein. Ich war zum letzten Mal vor über 30 Jahren im Bayerischen Wald. Außer, dass ich vielleicht mal in Regensburg war oder irgendeine Stadt hier in der Nähe besucht habe, was selten vorgekommen ist. Aber so diese richtige Region Bayerischer Wald, die hat sich seitdem doch auch enorm verändert. Ich meine, jetzt hier in der Nähe dieses Freilichtmuseums. Da haben wir wirklich noch urige Gegenden, ja, und sagen muss, das ist teilweise noch sehr, sehr unberührt. Oder zumindest das, was man sich darunter vorstellt. Also enge Landstraßen, wo nicht mal ein Mittelstrich ist oder so. Aber ansonsten, wenn man von der Region Passau zum Beispiel nach Freyung fährt, da gibt es schon Schnellstraßen, wo du in eine Richtung dann mit eine Überholspur hast. Wenn ein Supermarkt kommt, dann kommt nicht nur einer. Dann ist da Rewe, da ist da Teddy, Netto und so weiter und so fort.
Also es ist ganz anders wie damals, als ich eben zum letzten Mal als Kind oder Jugendlicher hier war, wo sich wirklich noch Fuchs und Hase überall Gute Nacht gesagt haben. Und das gibt einem dann doch auch zu denken, wenn selbst diese extrem ländlichen Regionen jetzt hier dann schon, wie sagt man, ja, verstädtern, ja. Aber es gibt sie noch, diese Punkte, wo man sagt, das ist noch der Bayerische Wald, wie ich ihn kannte. Aber dafür muss man halt schon ein Stück weit fahren. Jetzt sind wir also genau in der Küche. Ja, ein Schlafzimmer, wahrscheinlich sogar ein Elternschlafzimmer, nehme ich mal an, wo man damals schon die Vorzüge des Getrenntschlafens für sich entdeckt hatte. Was bei dem IKEA-Katalog nicht mehr so der Burner ist. Ja, und hier haben wir eben so typische Ikonen an der Wand. Vorratskammer. Ja, das kenne ich selber noch von meinen Großeltern, dass man sich irgendwo einen Kittel hinhängt und hier unten unter der Bank stehen dann irgendwelche Schuhe, die nicht so schön sind wie heutzutage, aber wohl zweckmäßig waren. Körbe, Seile, Stricke und alles Mögliche. Ja. Und ja, hier ist ein sehr, sehr enger Treppenaufgang. Mal schauen. Das ist leider schon belegt gerade hier. Und ich nehme mal an, hier rum geht es in den Keller. Ja, sehr interessant. Mal runter. Ah, das ist aber wirklich eng und Deckenhöhe, also ich bin knapp 1,80 Meter, also hier, ja, und hier ist alles kohlrabenschwarz, also hier sieht man noch ein Loch, eine Art Kellerfenster, aber nicht so wie heutzutage, sondern wahrscheinlich einfach für die Belüftung gedacht. Ja, muss ich dir aufpassen. Thank you.
Ja, und hier ist der Stall. Ja, wie man sieht, gibt es hier auch so, ich würde es jetzt mal so fast eine Tiroler Berghütte nennen. Und dann haben wir da eben weiter vorne Hütten, die vielleicht in den 30er, 40er Jahren, Bauernhöfe, die vielleicht in den 30er, 40er Jahren gestanden hätten. Hier so kleine Heuschobern oder wie das genannt wird. Ja, und in der Ferne, weiß nicht, ob man sieht, kann man die Häuser des der Neuzeit bewundern. Und hier sind gerade gegenüber so Höfe, die es vielleicht in den 70er Jahren noch gab, ja, oder wie sie zum Teil auch heute noch im renovierten Zustand existieren. Ja, sehr schöne zusammengetragene Fundstücke. Genauso wie es sein soll. Solche Sachen, wenn man sie hier im Zimmer sieht, die gab es auch bei meinen Großeltern noch im Haus. Wie ich mich erinnern kann, zum Beispiel eine Wärmflasche ist das, ja. In gusseiserner Form. Ja, oder ja, solche Anzüge. Mein Opa sagte da immer Sonntagsrock. Ja. Und dann, ja, das sind Hosenträger. Und alte Kittel und so weiter.